Ja, willkommen zurück hier zu Victor Vran Folge 2. Hallo. Immer noch aus meiner Sicht. Wir werden jetzt mal... Oh, ein Heiltrank. Nach hier oben gehen und... Oh, oh, oh. Ich liebe die Fähigkeit. Okay, cool. Meine Lieblingsfähigkeit von der Sichel. Was haben wir jetzt? Achso, Overdrive noch. Ja. Und noch irgendjemand töten. Oder noch Gegner. Shit. So. Komm schon, komm schon. Ernsthaft, mir fehlt ein Zipfel, bis Overdrive wieder ready ist. Kein Heiltrank. Juhu. Bam. So, Overdrive gezündet, scheiß drauf, Hauptsache der ist weg. 7 von 10. Immer noch. Ich glaube, du musst damit treffen. Nö, ich habe gerade 7 von 10 bekommen. Echt? Ich habe... Ich glaube, die ist getrennt von uns. Ja, das kann sein. Also zurücklatschen. Ja, bleibt uns nur noch der Weg nach oben. Spinnies. Ist cool, die Sichel, ne? Ja. Ich komme wieder. Sei nicht eifersüchtig, Vicky. Ich glaube, er meint damit dich. Und ich dachte schon, ich wäre der letzte lebende Jäger in dieser verfluchten Stadt. Das letzte bist du. Victor Vran. Bin gerade erst eingetroffen. Habe auch nicht vor, lange zu bleiben. Das habe ich auch gedacht, als ich vor einem Jahr hier ankam. Und jetzt bin ich immer noch hier. Töte Monster und versuche mir einen Reim darauf zu machen, was hier geschehen ist. Kennst du einen Jäger namens Adrian? Ich habe von ihm gehört, aber wir sind uns nie begegnet. Die einzigen Jäger, die ich in letzter Zeit zu Gesicht bekommen habe, waren tot. Du kannst die Krypta besuchen. Ich war länger nicht mehr dort unten, aber ich würde mir keine allzu großen Hoffnungen machen. Die Dämonen sind überall. Überall. Danke. Wie war noch dein Name? Den hatte ich dir noch nicht verraten. Ich bin Irene. Man sieht sich. Victor Vran. Ja. Falls ihr es gerade im Hintergrund gehört habt, das war mit Dieter, die geröpst hat. Die Sau. Sie guckt ganz traurig. Ich hab's nicht gehört. Tim hat's nicht gehört. Oh, es ist am Schmollen. Ach so, wir haben ja noch diese Höllenfähigkeit, Boomerang. Ach stimmt. Warte, ich wusste mal... Was kann ich das denn machen? Da, Meteor hätte ich gerne gegen Boomerang. Einfach zum Test. Na, fuck. Jetzt habe ich aus dem Zeug diesen Wirbelwind angezündet. Ah. Eier. Oh, eine Kiste. Schwert. Ah, das ist also der Boomerang. Naja. So berauschend ist er jetzt nicht. Ich bleib erstmal hier bei dem Höllenfeuer. 8 von 10 Dämonenkräfte. Ich hab das Gefühl, ich krieg so wenig Overdrive. Also entweder kommen so wenig Gegner. Ich weiß nicht, was. Wie geht das denn bei deiner Kleidung? Bei mir ist es halt bei draufhauen und wenn ich Schaden kriege. Ja, bei mir auch. Nee, du hast eine andere Kleidung als ich. Achso, ja, ja, aber im Endeffekt funktioniert doch ja trotzdem ähnlich. Ja, aber nicht gleich. Ach komm schon, warum... Erschlage Argus den Grauenvollen. Hast du es gerade getan? Scheinbar ja. War eine Aufgabe. Ich habe halt auf den Erstbesten draufgehauen. Und ich habe auch meine 10 von 10 Dämonenkräfte jetzt. Und ein Level-Up. Achso, wir haben... Ja, ich habe alles abgehakt. 5 Sterne. Geheimnis, aber nur 1 von 3. Ich guck gerade, der Mond erzeugt einen kritischen Treffer, eine Frostexplosion, die Rüstung ignoriert. Ich glaube, ich nehme den Beschützer als Fähigkeit. Also ich nehme erstmal die Truhen, weil, wie gesagt, die Karten kriegt man später zuhauf. Echt? Achso, ja. Egal. Die Karten kriegst du alle doppelt und dreifach noch und kannst du auch nachher noch kaufen.
Das wusste ich am Anfang auch nicht, deswegen habe ich Karten genommen, aber... Deswegen nehme ich über die Truhen. Splatter. Fuck, uns fehlen immer noch zwei Geheimnisse, warte mal. Ich kann ja hier irgendwo mit Doppeljump noch hoch oder so. Wir müssen mal ein bisschen mehr die Augen offen halten. Mhm. Ich würde die Geheimnisse ja auch gerne finden. Wenn wir die nicht finden sollten und ihr keinen Bock habt, uns ewig beim Suchen zuzuschauen, werden wir die einfach im Offscreen suchen und dann zeigen. Ja. Oh, was haben wir hier? Vergessener König. Vergessener König tot. Sieht ja schön aus. Kann ich das kaputt? Oh, die Gräber kann man auch kaputt schlagen. Was ist denn das hier? Auch mal schön die Gräber kaputt schlagen hier. Mann, noch... Ah, kurz vor Overdrive, so eine Scheiße. Oh, sorry, jetzt habe ich die zwei mitgenommen. Hier links... Ah, da, 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 da. So. Jetzt habe ich es voll. Sehr gut. Oh, hier kommt noch... Boromir heißt er. Zar Boromir. Des Feuers flackert und glüht. Hat er die Stimme von Boromir? Oh, jetzt ist er untergegangen. Der Geist scheint nicht feindselig zu sein. Er verwirrt. Ja, das ist scary. Hast du eigentlich schon gemerkt, dass sich manche Skelette wiederbeleben? Nein. Wenn man die nicht mit Overkill killt, beleben sie sich wieder. Es ist ja cool. Hier gibt es mehrere Türen, ne? Ja. Wir machen jetzt erstmal, wir schauen uns jetzt erstmal noch ein bisschen hier um, würde ich sagen. Ich muss mal auf. Hä? Warum habe ich denn unten links bei mir eine 3-Sense? Ich habe eine Sense. 2-Sense? Das geht ja wieder runter. Achso. Ich wollte noch was ausrüsten. Achso, ich habe. Was ist das denn? Boomerang und dunkler Nebel. Ach, das ist eine neue Fähigkeit. Ja. Ah, hier, ich habe auch noch zwei Karten. Die Sonne erzeugt bei Overkill eine Explosion, die Rüstungsschutz ignoriert. Und... Ach, bei Overkill? Oh, so cool. Löst nach einem Nahkampftreffer eine Explosion aus. Ich mache einfach mal die Sonne als zweites rein, so. Nehme ich die zwei Kisten. Oh, was war das? Ich habe keine Ahnung. Ah, das war die Explosion, die ich durch die Karte bekommen habe. Achso, ja, das war dann wahrscheinlich bei mir die elektrische Explosion. Explosion, so. So, komm, stirbt. So, wir scheinen jetzt hier rein zu sollen. Wir haben natürlich zwei Geheimnisse noch nicht gefunden, ne? Müssen wir später noch suchen. Ja. So. Zerstöre Begräbnisurnen in der Grabstätte der Verdammten 0 von 70. Töte Skelette mit Overkill, ist auch kein Problem. Erschlage Monster mit der Waffe Hammer. Finde Geheimnisse 2. Erschlage Monster ohne Schaden zu nehmen. Oh fuck. Okay. Ja, das mit Hammer in Kombination ist natürlich sehr scheiße. Werden wir wahrscheinlich nicht beides in einem Run schaffen. Bei den Gegnern alles drauf, direkt die Fähigkeiten drauf und ausweichen vor allem. Dies ist ein anderer als zu vertrauen. Achtung, weg! Der Gestank von verrottetem Fleisch. Die sind richtig mies. Man kriegt auch eine Meldung, wenn man es verkackt hat. Das Dumme ist, ich weiß nicht, ob das jetzt zusammenzählt. Mhm. Warte. 6 Kills haben wir. Ja, das zählt zusammen. Das ist gut, geh vor. Geh vor, du Arsch. Wir müssen auf jeden Fall, wenn diese Geister kommen, alles auf die Geister machen. Was müssen wir noch zerstören? Diese Uhren. Achtung, da kommen Gegner. Oh. Die halten mehr aus als alleine, das merke ich gerade. Ja, der lebt wieder. Oh, ich habe eine Karte gefunden. Stärke. Ich will immer mit LB Waffen wechseln, nicht mit RB. Mhm. Achtung, der lebt sich wieder. Okay.
Pass auf, jetzt kommt ein Elite, der beschwört Meteore von oben runter. Okay. Oh, das war ein Level-Up, ey. Herzinfarkt. Der ist das, der gelbe. Achtung, da. Nein! Hast du getroffen? Ja. Scheiße. Dann versuch jetzt die 15 Kills mit dem Hammer schon mal zu machen. Mhm. Ein weiterer Leichnam. Könnte es Adrian sein? Ach Mann, ach. Nein, ich wurde auch getroffen. Ja. Ich finde das Menü manchmal ein bisschen umständlich. Ja, stimmt. Oh. Dann rüste ich jetzt auch mal kurz den Hammer aus. Scheiße, das ist natürlich mies. Beide verkackt. So, was ist das hier? Oh, du hast drei gekillt mit Hammer, das hat für mich auch gezählt. Ach, super. Aber es ist nicht Adrian. Ich werde diese Gruft reinigen, sodass du in Frieden ruhen kannst. So, hier siehst du einen Schrein, ne? Den hätte ich für später dann genommen, wenn wir, da kommen nämlich an einer Stelle zwei Geister. Wenn man keinen Schaden nehmen will, sollte man die so schnell wie möglich damit wegklatschen. Aber da wir schon Schaden genommen haben. So. Overkill. Was fehlt denn jetzt noch? Hammer und Geheimnisse. Der Tod eines Jägers wird von anderen Jägern. Viele zwei Geheimnisse. Hier, pass auf. Hopp. Trinken auf die Taten und Leben jener, die wir verloren haben. Na? Okay. Ah, okay. Das Geheimnis hast du schon genommen, ne? Nee. Ach so, ich bin wieder rausgegangen. Ich hab jetzt den Gegner hier gekillt. Ach so. Hier sind noch mehr gekommen. Boah, der Hammer geht ganz schön ab. Ja. Also mit den Fähigkeiten. Das ist mir irgendwie zu lahmarschig. Genau, hier geht's rein mit dem Geheimnis. Also eins von den beiden. Oh, zwei Geister. Die sollte man natürlich dann... hier sollte man nicht reingehen, wenn man das mit dem keinen Schaden nimmt, macht. Ja. Ja. Scheiße. Nee. Müssen wir nicht die Kills mit dem Hammer machen, würde ich den auch wegrüsten. Ja. So, hier ist ein Geheimnis. Eine Sense. Okay. So. Ich glaube, bei mir war eine Karte drin. Ich bin mir sicher. Das zweite Geheimnis weiß ich hier auch. Hier meinte ich jetzt die Stelle. Hier kommen nämlich jetzt zwei von den Geistern, siehst du? Dann hätten wir beide direkt alles auf einen geballert, damit der Hauptsache tot ist. Dem anderen muss man dann ausweichen. Okay, wir haben... Ja, Kills mit Hammer abgehakt. Sehr gut. Money einsacken. Und hier weg, komm. Ich hab wieder meine schöne Schrotflinte. Die hier. Die hier muss sogar. Muss ich auch wechseln? So, ich hab eine X für Zweitwaffe. Die Sense ist besser. Die kommt dann auf Zweitwahl. Joa. Ich hab auch noch eine. Ah, die ist aber schlechter. So. So, und pass auf, hier an der Säule hoch. Ah, das ist aber auch echt mies. Ja, das habe ich nur durch Zufall gefunden und tada. Woo, EP und Money. Beim ersten Mal sind in den Kisten meistens ein Item drin, beim zweiten Mal nur noch Geld. Ich hab ganz vergessen, mein Level noch vorhin zu machen. Achso. Jetzt hab ich auch die Kiste genommen. Ich sammle die jetzt bis Level 15. Karl Lager? Was ist das denn? Geil. Geil. Jetzt rate mal, was der für eine Aufgabe hat im Schloss. Unsere Lagerkiste verwalten. Ah, ist mir eine Schokolade getrunken. Du bist einfach gerannt und hast die Jäger sterben lassen. Naja, wisst ihr, ich bin ein Feigling. Immerhin sehr ehrlich. Das hat mich in dieser Hölle am Leben gehalten. Ich war mir sicher, dass jemand vorbeikommen würde, um mich zu retten. Also, ist die Luft rein? Kann ich zurück nach Hause? Nein. Das Leben eines Feiglings wird nur das Böse nähren, das hier heranwächst. Ich habe den Weg zum Schloss gesichert. Du kannst gehen. Oh, danke. Ich schwöre.
Ich werde einen Weg finden, es euch zurückzuzahlen. Ja, Feigling. Nee, wir sollten ihn töten. Ja, ich auch. So, jetzt sind wir wieder in den Gärten. Jetzt können wir auch direkt wieder hier reingehen und... Aber da fehlt uns ja nur ein Geheimnis bei den Gärten. Echt? Ich hab 1 von 3. Ich hab 2 von 3. Verdammt! Warte, lass direkt wieder reingehen und das nochmal mit dem ohne Schaden probieren. Geht das? Ja, sobald wir jetzt wieder reingehen, sind alle Gegner wieder da. Und die Herausforderung kann wieder von vorne starten. Dann versuchen wir es noch einmal. Hallo, ich habe hier ganz groß getönt, dass wir das schaffen, ja? Jede Herausforderung. Leute, die schon mehr als ein Let's Play gesehen hat, wissen, wie sowas abläuft hier. Nein, ich werde mein Versprechen wahr machen. Und wenn das nein, ewig dauert. Okay, der ist tot. Sollen wir das dann 100% runnen? Nein. Ja, wir machen das wir machen einen 100% Victor-Run. Also jedenfalls das Grundspiel. Ich weiß ja nicht, wie viel danach noch kommt. Oh, der lebt auch wieder. Ja, das ist so eine zielsuchende Rakete, hat mich verfolgt. Meine Nase juckt kacke. So. Achtung, pass auf, hier kommt jetzt gleich wieder der Meteoriten-Typi. Oh, Achtung. Ist tot. Ne, das war ein Magier. Der Meteoritenfotze kommt da hinten, der gelbe, meine ich. Da ist er. Achtung, wow. Das war, jetzt ist er ganz schön schnell geworden. Okay, boah, das war knapp. Oh, er hat was gedroppt. Boah, das war knapp. Oh, 2 Sachen gedroppt. Ja, oh, eine Sense. Und eine Fähigkeit. Scheinbar dieselbe, ich gucke jetzt ja nicht nach, weil sonst bin ich gleich tot. Ja, das, genau. Man kann dieselbe Fähigkeit finden mit besseren Stats, natürlich. Boah, shit. Achtung, ach, weg da! Boah, ja, der hat sich gerade festgesetzt. Jetzt nicht den Schrein nehmen, den brauchen wir für gleich. Ja, ja. Aber hier gleich direkt auf den Typen gehen, ne? Mhm. Aber es ist nicht Adrian. Ich werde diese da links! Wenn du diesen Schleier nach vorne machst, zur Seite ausweichen. Oh. Boah, shit, ey. Jo. Oh, okay. Alter Verwalter. Flatter bei denen. Das sind nämlich die einzigen, die sehr gut an einen rankommen. Wir kriegen aber auch Erfahrungspunkte normal, ohne Quests, ne? Ja. Okay. Unten ist übrigens unter den Fähigkeiten deine P-Balken. So, jetzt Achtung, da ist wieder einer. Wow. Ich hab Angst vor dem. Ja. Das geht nicht. Doch, ich kann nicht auf die Skelette. Ah, ne, doch nicht. Achtung. Ich will gegen die alleine kämpfen. Vorsicht. Dieses die Scharfschützenfähigkeit macht gut Schaden. Wow, Achtung, raus. Nein, Fähigkeit nicht bereit. Yes. Okay, Level up und eine Karte, Hoffnung. Oh, die Skelette. Das sind auf jeden Fall die schwersten Herausforderungen. Oh ja. Boah, manchmal krabbeln diese auf dem Boden weit, hast du gesehen? Ja, okay. Dann sind die auch schneller. Mhm. Da ist noch Magier. Rechts auch. Vorsicht. Ja, sehe ich schon. Jetzt warte, bevor du weitergehst. Ja. Ich verteile mal kurz mein Level. 10 Stück, ey. Ich nehme wieder eine Kiste. So, jetzt gehen wir zurück. Jetzt wird's hardcore. Mhm. Jetzt holen wir uns hier beide den Schrein. Gehen beide? Ja, müsste. Okay. Und jetzt schnell dahin und direkt den linken. Also den oberen. Ja, den linken, wenn man so guckte. Also rechtzeitig ausweichen, jetzt. Oh, wow, das war knapp. Nein. Achtung. Nein. Okay, der eine ist tot. Fuck. Herzinfarkt. Und das am Anfang des Spiels. Voll Hardcore-Modus. Ich kann von hier oben auf ihn drauf schießen. Komm schon. Yes, der ist tot. Oh, wir haben es geschafft. Boah, der ist mir aber... Ja, der Stift. Der hat mich jetzt so ein paar Tropfen in der Hose jetzt, ne? Effizienter Hammer des Duellanten habe ich bekommen. Grüner Hammer. Eine Pistole bekommen.
Man kann jetzt auch hier nochmal hoch, für die Kiste zum Beispiel, öffnen, aber dann kommt nur Kohle raus. Aber hey, Gold ist Gold. Oh, die ist viel besser als meine. 2 von 2 Geheimnisse, wir können jetzt nochmal den Hammer anschauen. Da ist er. Wow, 75 bis 100 Schaden. Oh, hat doch vorhin so gut geklappt. So, so. Was habe ich noch bekommen? Die Gold, 14 Gold. Naja. Das ist eine schlechte Karte, habe ich noch bekommen. Die Ach sind... Ja. Anzahl der Meteore 4. Anzahl der Meteore 3. Anzahl der Meteore Meteors. Ja. Hier ist eine Karte, The Guardian. Wow. Strange, kritische Treffer. Plus 500 Lebensenergie. Ja, dann mache ich die hier mal ablegen. Und die hier anlegen. Ups. Ich würde sagen, passend dazu machen wir hier einen Cut, oder? Jo. Also Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.